Dann herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel und wie wir es immer machen, möchten wir erstmal die Ausführungen von Ihnen, Herr Wester Trainer, vielleicht ein paar Stimmen, ein paar Sachen zum Spiel aus Ihrer Sicht. Glückwunsch zum Sieg und dabei lachen. Sehr kurz, dann unser Trainer erreichen. Wie haben wir so das Spiel gesehen? Ja, unser Ziel war gewesen, unsere Position zu verteidigen heute. Wenn man unsere personelle Situation im Moment sieht, dass 6-7 Stammspieler fehlen. Ein Kompliment an meine Mannschaft, gerade im taktischen Bereich haben wir es sehr gut gemacht. Wir haben gut gestanden. Gegner hat 99% mit Ruben Bellen gearbeitet, war leicht zu verteidigen. Wir wussten mal vorher, dass das passieren wird. Unser Ziel war, dass wir auch mal schnell umschalten, dass wir hinten gut stehen und die Torwart verhindern können. Das haben wir bewiesen. Jetzt wollten wir mal schnell umschalten, mal ein Tor schießen. Ist uns, glaube ich, heute, denn in der zweiten Halbzeit gut gelungen. In der ersten Halbzeit waren zwei Standardsituationen, weil für uns auch ein Neuland ist. Das ist uns auch noch nicht so oft gelungen in dieser Saison. Und ja, klar, der Freistoß sensationell. Kann er wahrscheinlich nur 99 mal probieren, dann wird es nicht wieder so kommen. Aber letztendlich, glaube ich, ist der Sieg hoch verdient. Und wenn man jetzt über den Schiedsrichter gehört, ein bisschen meckern sollte, ich finde, gerade im Reichstag sind Gelb-Rot gut bedient, das war glatte Rot gewesen. Und man sprach ein klarer Tritt in Hüfthöhe, der Spieler sich da aussetzt, das ist sensationell, dass man sich darüber aufregen kann, über diese gelbe Karte, das ist mir ein absolutes Rätsel. Und ja, bin zufrieden, Position verteidigt, hätte man nicht gedacht vor dem Spiel und vor der Saison, dass wir es schaffen heute hier. Deswegen Kompliment an die Mannschaft. Vielen Dank. Haben Sie noch Fragen an die Trainer? Ja, Herr Müller, wie geht es denn dem Torwart? Was hat er? Der wird wahrscheinlich eine Gehirnerschütterung haben. Das weiß ich auch kein Foul war. Wenn da sonst keine Fragen weiter sind. Vielen Dank fürs Erscheinen, vielen Dank an die beiden Trainer. Schönen Sonntag noch.